Stil. Auf vorne mit dem schicken Arkos. Helikopter hin. Arkos. Und damit folgt uns mit dem Schiff. Bist du bereit? So, wir finden heute die Legende von Arceus. Wow, ich finde es so aufregend, dass ich diesen Helikopter fliegen darf. Helikopter. Ich werde es sicher großartig machen. Wir hätten vielleicht noch mal verbessern sollen. Egal. Gut gemacht, Portalmeister. Dankeschön. Aber Chaos ist, ich glaube, es geht gerade straight up ins Finale. Macht zu wecken, ja. Gefunden werden sollte. Sieh nur. Endlich! Die eiserne Faust von Arceus! Und sie ist mein! Jetzt endlich bin ich Chaos, der oberste Herrscher der gesamten Skylands! Was ist los mit dem Ding? Deine Hand ist zu klein. Blöde Roboterhand, gib mir meine Macht! Rennt einfach rein. Oh. Ja. Chaos wird einfach zu mir. Ja! Fürchte den! Fürchte meinen riesigen Roboterform! Ja! And there we are, Finale. Ich fliege dieses Ding gerne. Ist das jetzt schon der finale Kampf? Wenn wir diesen Abschluss nicht finden, kommt jetzt noch ein Level. Vielleicht einfach ein bisschen rumdüsen. Dann kommt Muss noch ein dich Level. Daran erinnern, dass du eine wichtige Mission hast? Und am Ende des Levels ist der finale Kampf. Wie dieser komische Orakel. War ja damals in Teil 1 auch so, dass du ein Level hattest und dann alles nochmal gehalten wurde. Wow, auch so. Der Ort ist gewaltig. Ja, und riesig. Festhalten, wir gehen runter. Ich meine, das Level, was jetzt kommt, wird auch extrem cool. Hat Klumpi auf jeden Fall angeteased. Klumpi sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Okay, Kaylee, das könnte das Ende sein. Der Skylander und ich, wir dringen jetzt ins Herz der verlorenen Stadt Arceus vor. Ich schätze, was ich damit sagen will, ist, falls ich nicht zurückkommen sollte. Flynn, ich folge euch in diesem Schiff. Schon vergessen? Achtung, archaeanische Roboterschergen! Ich bin es, euer neuer Herrscher, Imperator Chaos! Erhebt euch und werdet Zeugen meiner glorreichen Herrschaft! Okay, das Sie ist besser nicht gut. Als ein Klaus. Also bitte Beeilung, es ist nur eine Frage der Zeit, bevor die Archaeaner merken, dass du keiner von ihnen bist und die Verteidigung einsetzt. Was? Ich bin alles kein klar? Arceaner? Das wird kein Problem für den tollsten. Tarnmodus aktivieren. Sag es nicht. Beeil dich einfach. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist. Let's go. Here we go. Lass mal sehen. Dieser Hebel sieht richtig aus. Los. Hebel? 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 Der nennt sich der Schatten. Lass mal kurz da gucken. Auf, dann geht's hier vorne. Dieses Baby hat also einen Schwebemodus und einen Flugmodus. Wie wär's jetzt mit dem Flugmodus? Okay, du Ass, ich denke, du kannst schießen, dir das Linken übernehmen. Sieht nach Ärger aus. Was? Die bewegen sich auch noch? Das ist unfair. Da nichts eingesammelt. Wow, wir legen besser mal den Schwebemodus ein. Also, diese Tür scheint so eine Art Eingang nach vorne machen. Tür zu sein. Natürlich bin ich kein Experte in archaeanischer Technologie, aber ich würde sagen, bitte, jetzt schieß auf das andere. Boah, das siehst du? Das nur ein paar Schüsse und schon sind wir wieder auf dem Weg. Ich schalte wieder in den Flugmodus. Diese Dinger werden den Helikopter noch schneller fliegen lassen. Nein, ich war mir gar nicht sicher, ob wir... Dann geh's nach Boom City, wenn du verstehst, was ich meine. Ich würde die Kiste ja landen, aber der Typ scheint uns nicht lassen zu wollen. Schalt ihn aus, dann kann ich runter. Ja,
Das nenne ich eine gelungene Landung. Okay. Versuch das große Tor zu öffnen. Ich bewache den Helikopter. Alles klar. Fliegen wir. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich schaue voraus. Alles klaro. Und weiter geht's. Da hinten? Ja. Hey, schätze, wir landen wieder. Oh. Ach, vielleicht gibt's Bonus. Ja. Elementator. Sei gegrüßt, Gast von Alan. Ich sollte dich warnen, dass jene, die diesen Ort im Gespenster betreten, niemals zurückkehren. Bis okay, auf cool. einen legendären Forscher. Er hat seinen berühmten Hut da drin verloren, ist aber nie zurückgekehrt, um ihn zu holen. Ich glaube, das könnte der Hut sein. Ich weiß es aber nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, das wird der legendäre Schatz sein. Hoppa. Ich komme. Böge! Langsam. Ja. Ich habe eigentlich den langsamen Char. Was? Ich habe eigentlich den langsamen Char. Ja, eigentlich ja. Was ist das jetzt? Was ist das denn da? Lass ihn hier mal runtergehen. Geht das? Wow! Bonus im Bonus. Du hast die versteckten Luft in den versteckten Levelabschnitt gefunden. Insane Geheimnis. Jetzt ist alles auf mein Konto überwiesen. Gegner ist tot. Falls ihr wollt und das Let's Play einfach nochmal gucken wollt, macht gern Kill Count. Wer wie vielste Geile das draufgehen lassen hat. Hinterhalt! Ich wollte gerade sagen, das sieht so krass nach einem Hinterhalt und aus. Hacken. Ja, ich muss auch noch gucken. Karma. Wofür Karma? Alles gut? Zukunftshut. Ja, von dem Forscher aus. Ein echter Augenschmaus. Hätte ja auch sein können, dass es ein Antikforscher ist. Hier in solchen Kammern. Erinnert mich so ein bisschen an Tomb Raider. Kennst du den alten Tomb Raider? Hast du da drin ein Klo gesehen? Nein? Aber den alten? Okay, ich muss liegen. Warum musst du liegen? Oh, oh. Junge! Was machst du? Ich hab nichts getan! Oh, das war aber knapp. Alles klaro. Und weiter geht's. Hallo.
Erkenntnisse nehmen. Das Problem, sobald du einmal Damage bekommst, bleibt der Charakter kurz stehen. So ist es recht. Viel Geld. Aber du hast dein Level ab. Ja, ist gut. Aber lass mich wieder fliegen. Ich glaube, das ist, funktioniert besser. Ja! Weil ich glaube, eigentlich, du bist auch besser im Schießen als ich. Sagte er und fliegt das Teil voll gegen die Wand. Lande, wir haben das gesehen. Nett geschossen. Sag mal, hast du das schon mal gemacht? Ah, Käse, noch eine dieser Antischusstüren. Hey, schnapp dir die Rakete. Und jetzt zielen und den Sekundärangriff einsetzen. Notlauf. Ich habe B gedrückt. Alles klar, und weiter geht's. Ah, okay. Hey. Wir landen wieder. Nein, tun wir nicht. Aber blieb das jetzt gespeichert? Ja, klar. Nein. Wir okay, wollten nur noch mal den... Ja. Du brauchst einen Hatscher, Skylander, um dieses Tor zu öffnen. Acht. Wasserwunderland. Wasserwunderland. In dieser Zone Endlich sind Skylander des Wasserelements stärker. Hinterhalt. Vorderhalt. Das ist ein Vorderhalt. Das ist ein Kronkorb. Ja! Netter Hut. Sieht unter Wasser bestimmt toll aus. Der Hut ist echt unterirdisch. Direkt herauswechselt. Dunkel sieht er bestimmt auch gut aus. Und zurück in den Flugmodus. Manchmal erwarten wir ihn Anti-Schusstüren. Hey, schnapp dir die Raketen. Und jetzt zielen und den Sekundärangriff einsetzen. Was soll das denn? Wir haben alles Gesindelverscheuchung, ich muss schon sagen. Und noch eine gelungene Landung, muss ich auch sagen. Ich wette, wir brauchen noch einen dieser irren archaianischen Schlüssel, aber ich sehe keinen auf der Plattform. Du wirst dich umgucken müssen. Okay, tun wir das. Das Level ist cool, oder? Das war ein langes Verlierer. Rockkneifer! Ah, jetzt werden sie erst... Archaianischer Duellant! Aha! Ja, kreanischer Duellant. Stufenaufstieg. Da kommt noch einer. Noch zwei. Okay. Ich fand es einfach schön, wie ich einfach 5 Meter weiter weg stand. Ja, dreh dich doch in die andere Richtung. Nein. Macht man das. Wow. Seit der Erfüllung meines Schicksals als euer unvergleichlicher Herrscher habe ich schon eine wohlverdiente Verbesserung erhalten. Oh, wie das glänzt! Wir sind noch in dieser Nähe. Willkommen, Skylander. Himmelsteine. Willkommen, Skylander. Ich bin zwar nicht in der Lage, wirklich aufgeregt zu reden, aber ich versichere dir, dass ich dich bitte. Achso. Willkommen, Skylander. Es gibt den Dialog. Schade. Archaianischer Bomber! What?
Irokesen-Zyklop. Zyklop-Irokese. Felsenwerfer. Das ist alles doof. Da geht er. Also da geht er. Ich weiß. Arkeianischer Lanzenreiter. Gepanzerter Chompy. DR Nita. Er kann nur noch. Bummteufel! Ja, er kann nur noch. Ja. Bummteufel! Nee. Du gewinnst! Was? Also, wie schlecht kann man bitte schon spielen? Stein gesammelt! Boah, was war das denn? Skylander, es ist kein großes Geheimnis, dass du ziemlich gut in diesem Spiel bist. Du bist einfach ziemlich schlecht in diesem Spiel. Gut. Vielleicht darf ich noch. Ah ja, hast recht, wäre. Vielleicht sollte ich noch das Tor öffnen, bevor wir gehen. Nö, wir bleiben jetzt hier für immer sitzen. Das war's mit dem Let's Play. Was auch immer du da drin gemacht hast, es hat funktioniert. Gut gemacht. Ja. Wow. Danke, dass uns das jetzt nochmal extra angezogen hat. Besser geht's nicht. Also ich bin ehrlich, der ja, Double Trouble ist schon echt mies stark. Quatsch, wer denn dann Funkreis? Dabei habe ich den und noch gar nicht so. Mit einer von euch meine ich natürlich eine viel bessere Version von euch. Irgendwer quatscht da die ganze Zeit im Hintergrund. Und Hepp, wir sind weg. So ganz frech. Das ist die deutsche Bahn. War gar nicht geplant. Ansage. Schalt um auf Flugmodus. Safe, durchs Wasser darf ich auch nicht durchfliegen. Nein, darf ich. Oh, wow! Alles klar, noch eine Tür, auf die wir schießen können. Oh, wie sehr habe ich mir gewünscht, auf so eine zu treffen. Was sind das für Dinger? Sie kommen direkt auf uns zu. Schieß sie ab! Können wir Raketen von diesen Kerlen klauen, die ständig auftauchen. Bloß in 3D. Was hier drin ist, aber sicher, sehen wir nach. Oh, das Level ist so cool. Ich kann verstehen, warum Tobi meinte, dass sie wieder. Ja. Kann mich drauf freuen. Geld. Was geht noch weiter? Na, lol. Schön, dich wiederzusehen, Skylander. Ich dachte mir, ich ziehe mich hierhin zurück. Warum? Möchtest du ein bisschen einkaufen? Und wie bist du hier hingekommen? Das fragt man sich generell wieder dahin. Ja, wie immer nur der gleiche Müll. Der Stein war vielleicht gut. Den setzt er im ersten Zug in die Mitte und dann hast du schon gut ausgesucht. Aber ein bisschen skillen wollen wir aber. Das nenn ich mal gut geflogen. Nett geschossen. Sag mal, hast du das schon mal gemacht? Nee.
war dieser Typ Toast. Und ich bin mir sicher, es war keine Überraschung, dass ich noch eine perfekte Landung hingelegt habe. Okay, du bist nicht bei dem Steuer. Komisches Schlüsselding finden und rein damit in ein komisches Konsolen-Ding. Wow. Zum Glück sind diese Räume auch nicht so riesig. Schlagen uns einigermaßen gut. Jetzt wird auch nicht Ich war gerade auch erst kurz verwirrt. Ja, okay. Let's go. Ich bin es wieder, euer Herrscher. Bevor ihr euch erhebt und durch die Skylands marschiert, um alle niederzutrampeln, die sich mir widersetzen, habe ich ein paar Anordnungen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da Verantwortung kommt. Ich bekomme langsam das verrückte Gefühl, dass du es vielleicht doch schaffst. Der Motivationscoach. Ja, wird schön, wenn wir ungefähr gleich viel Leben haben, wirst du mir noch doppelt so viel Leben hast wie ich. Okay, wir kommen der Sache näher. Ich meine, wie lang können diese Tunnel schon sein? Oh, wir landen wieder. Ja. Jetzt mein Folgen mich einfach wieder länger machen. Ja, wir gucken mal, wie wir jetzt auch. Was schrift voll gut? Ding ist in einem. Ja, es ist nicht. Rolle gefunden. Ah! Vor Jahren lebte eine Gruppe von Höhlenbewohnern unter den Willikin, bis sie eines Tages auf geheimnisvolle Weise verschwanden. What? Man hat festgestellt, dass es viele geheime Eingänge zu ihren Höhlen gab, die später mit riesigen Felsen versperrt wurden. Jemand wollte wohl verhindern, dass etwas in die Höhlen hineingelangt oder heraus. Ja, den legendären Schatz haben wir ja genau gesucht, oder? Meine ja. Ja. Huga, Huga, Reichtum! Ich finde es aber halt schön, dass sie halt über ein anderes Level nochmal so einen Marsch geben. Ja, das ist schön. Weil du dann auch wirklich rätseln kannst. Bisher waren. Im ersten Teil waren die Schriftrollen ja immer nur lustige Geschichtchen. Aber hier ist es wirklich so total. Rätsel plus lustige Geschichte. Aus,
richtiger Stoppverkehr hier. Ja, fast wie im Stau. Nur, dass wir hier der Einzige sind. Ja. Jetpack. Es ist halt so cool, dass man jetzt auch schon wieder alle Level kennt, die da gezeigt werden. Ja. Die Höhle. Okay. Und weiter geht's. Perfekt. Danke. Ja, das hattest du recht, mein Freund.